Es gibt eine sehr schöne Episode, die ich erlebt habe, kurz bevor ich hierher gekommen bin. Also ich habe eben in Berlin gewohnt und in Frankfurt an der Oder studiert und musste dafür halt mit dem Zug immer eine Stunde hin, eine Stunde zurückfahren. Und im Sommersemester, kurz bevor das aus war, bin ich eben nach Frankfurt gefahren und saß gegenüber von einem anderen Gaststudenten, der in Frankfurt eben ein Auslandssemester macht oder zwei, aus Nigeria. Und wir haben uns wirklich eine Dreiviertelstunde super unterhalten. Es war witzig und er hat erzählt irgendwie von Afrika und wie er, seine Eindrücke hier sind von Europa und von Frankfurt und Berlin und überhaupt. Und ja, weiß ich, ein ganz toller Austausch. Und dann fing er an, auf einmal von Jesus Christus zu reden. Und an diesem Punkt habe ich das Gespräch abgebrochen. Ich sagte, ja, komm, hau ab, ja, das ist, davon will ich nichts wissen. Ja, für mich war Kirche und Jesus, das war so, hey, wir sitzen mit der Gitarre und mit ätzenden Klamotten irgendwo, ja, und singen irgendwie Lieder. Ja, ich weiß es nicht. Das war überhaupt nicht meine Wellenlänge, ja. Für mich war das etwas, was total out ist und was überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, sondern das sind irgendwie noch so ein paar Spacken, die da irgendwo sich selber feiern oder was, aber das hat mit dem Leben doch nichts zu tun. Also ein vernünftiger Mensch klammert sich doch nicht an so was Lächerliches wie den Glauben. Den Glauben. Ist sicherlich außergewöhnlich gewesen, auch in dieser Form, dass das so rasant geht. Also, dass man ohne irgendeine Peilung, ohne irgendeine Ahnung, auch ohne irgendeinen großen Bezug zur Kirche oder zum Priestertum oder zum Klosterleben in dieses Geheimnis so reingenommen wird, dass einem innerhalb von 3 Tagen alles klar ist. Dass man sagt, ja, ich schaue auch nicht mehr zurück, ich gehe los. Wenn man eben sich entscheidet, auf diese Art und Weise diesen Weg zu beschreiten, dann braucht es eben diesen Moment, wo man sagt, gut, ich nehme wirklich auch all meine Hoffnung und meinen Mut zusammen und treffe diese Entscheidung. Das braucht diesen Moment der Berührung. Ich müsste ja, wenn das nicht so wäre, dann müsste ich ja wahnsinnig sein. Ja, ich bin ja kein Spekulant, also ich schieße ja nicht einfach irgendwie so ins Blaue rein und boah, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt, ja, sondern es sind ja konkrete Dinge passiert. Dieser Moment der Gottesbegegnung, dieser großen Intimität zwischen Gott und der Seele, der reicht aus. Ich war dann auf einem katholischen Gymnasium und das wurde damals eben noch von Schwestern geführt. Das endete dann relativ schnell, aber also eine Schule mit einer starken katholischen Tradition. So dass es Schulgottesdienste gab, ich aber als evangelischer Christ dann eben in den evangelischen Gottesdienst erstmal gegangen bin, aber schon sehr, sehr bald gemerkt habe, aus einem ganz pragmatischen Grund und einem, der wirklich schon ein Vorzeichen auch für mich war, also der ganz pragmatische Grund, die katholische Kirche war direkt über die Straße von der Schule aus, während die evangelische Kirche ungefähr 2 Kilometer entfernt war. Das andere war, dass mir vom Raum her und von der Liturgie als solche damals schon ganz klar war, da passiert irgendwas Heiliges. Da ist irgendwas, das ist irgendwie ein bisschen strange und so. Ich konnte mir das auch nicht ganz vorstellen, was das sein soll. Und wenn
wenn dann mein bester Freund damals gesagt hat, ja, das ist der Leib Christi, dann habe ich gesagt, ja, alles klar, ja, stimmt, das ist ein Stück Brot, da gibt es Frühstück, mehr nicht, sehr schmales noch dazu. Also ich glaube wirklich, dass die Situation auch bei den vielen jungen Menschen im Moment, vor allem in den großen Städten, ganz stark damit zusammenhängt, dass sie irgendwas mit ihrer Sehnsucht machen müssen. Und das Einzige, was sie greifbar und erschreckenderweise auch so günstig und schnell verfügbar haben, ist die Betäubung. Und betäuben, naja, brauchen wir uns nur umgucken, ja? Die Leute betäuben das gemeinhin mit Drogen, mit Sex, mit Spielen, mit Computer. Jetzt haben wir so ein bisschen die Folgen davon. Ja, die Familien fallen auseinander und die Sehnsucht bleibt ja die gleiche. Nicht alle wollen die große Liebe, aber keiner kann sie irgendwie mehr geben. Und das ist klar, das sind die Maßnahmen, die uns eigentlich ganz klar zeigen, die Welt schreit in einer riesigen Sehnsucht. Und sie weiß nicht, dass ihr Schrei eigentlich ein Schrei nach Gott ist.